Leute, ich habe mir gerade einen Einkaufswagen geholt und habe einen Euro gefunden. Wie geil ist denn das? Oh, sollte ja eigentlich ein informatives Video sein. Naja, dann geht's gleich mal los. Meine Top 5 Proteinquellen für den Aufbau, sowohl auch für die Diät. Auf Platz 5, Freunde, das gute, schöne Ei. Dabei lege ich echt großen Wert auf Bioqualität oder Freilandhaltung. Bodenhaltung geht mal gar nicht, Freunde. Neben den 13 Gramm Eiweiß auf 100 liefert uns das Ei noch sehr viele Nährstoffe, Vitamine und gesunde Fette. Auf dem 4. Platz liegt bei mir der gute alte Magerquark. Der liefert uns 12 Gramm Eiweiß auf 100 und dazu sehr wenig Fett. Ich glaube 0,2 Gramm Fett hat er auf 100. Ja. Dazu habe ich noch den Körnigen Frischkäse getan. Der hat auch 12,3 Gramm Eiweiß auf 100. Und dazu nur 0,1 Gramm Fett. So, dann kommen wir schon zum 3. Platz. Das ist bei mir Fisch. Einmal esse ich sehr gerne den Lachs. Ihr wisst wie, mit Senf und Honig. Dann habe ich hier noch den Thunfisch. Und was auch sehr fettarm ist, Forellenfilets. Der Fisch liefert uns nicht nur 18 bis 25 Gramm Eiweiß auf 100, sondern auch sehr, sehr gesunde Omega-3-Fettsäuren. Auf Platz 2 ist bei mir ganz klar das Geflügel. Ob es jetzt Pute oder Hähnchen ist, ist relativ egal. Hier habe ich einmal Pute von der Pudenbrust und das habe ich auch gefunden, das ist ziemlich gut. Hähnchenkassler hat echt sehr gute Nährwerte. Normale Hähnchenbrust ist natürlich besser, ihr könnt auch die abgepackte Hähnchenbrust aus dem Supermarkt essen. Das Hähnchen, das liefert uns ungefähr 22 Gramm Eiweiß auf 100 und die Pute etwas mehr, nämlich 24 Gramm Eiweiß auf 100. So, Freunde, Platz 1, Ketchup! Das war natürlich nur Spaß. Auf Platz 1 liegt bei mir eindeutig der Harzer Käse. Der liefert uns nämlich 27 Gramm Eiweiß auf 100 und hat kein Fett. Und um den runterzukriegen, haue ich mir da ein bisschen Ketchup drauf und dann... Jo Freunde, das war's mit dem Video. Falls ihr meine Top 5 Fett- und Kohlenhydratquellen sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ich esse jetzt noch schön meinen Harzer Käse.